Hey YouTube, willkommen bei SayWhat. Dies ist ein ganz besonderes Video, denn das ist mein erstes Video, das ich komplett mit dem iPad 2 aufnehme, editiere und hochlade. Ich nehme jetzt gerade übrigens mit der Front-Facing-Kamera auf und benutze auch das Original-Mic. Es soll sich aber in diesem Video jetzt nicht um das iPad 2 handeln, das war nur als kleine Randnotiz für euch, sondern es soll um das iPhone 4 gehen. Denn seit heute ist das iPhone 4 im Handel zu bekommen. Und ihr werdet euch wundern, das iPhone 4, was erzählt er da? Das habe ich doch schon seit einem halben Jahr oder so in der Tasche. Kann gut sein. Allerdings ist seit heute das iPhone 4 in Weiß in die Läden gekommen. Was gibt es da groß zu sagen? Es war angekündigt worden vor einem knappen Jahr, dass es kommen sollte. Jetzt ist es endlich da. Apple hat also Wort gehalten. Aber lohnt es sich jetzt überhaupt, dieses Gerät noch zu kaufen? Die Frage stelle ich mir auch gerade. Habe auch noch keine wirkliche Antwort bekommen oder gefunden. Habe aber jede Menge Blogs im Netz gelesen und geguckt, was andere so meinen. Der allgemeine Tenor ist, es wird auch dieses Jahr noch ein neues iPhone kommen. Also ob das jetzt ein 4S ist oder ein iPhone 5, weiß keiner. Die Verbesserung wird wahrscheinlich in einem Dual-Core sich manifestieren und vielleicht in einer 8-Megapixel-Kamera. Viel mehr Veränderung wird aber auch nicht erwartet. Von daher ist die Frage, ob das iPhone 4 jetzt so viel schlechter wäre als ein iPhone 5 oder 4S. Ein größerer Bildschirm ist übrigens auch noch ein Gerücht, wer darauf spekuliert. Nun ist aber die Frage, wann kommt dieses neue iPhone? Es gibt da drei verschiedene Zeitpunkte, wann es vorgestellt werden könnte. Ein Zeitpunkt wäre jetzt bei der WWDC, die jetzt in, ich glaube, 6 Wochen stattfindet. Das ist der normale Termin, wann das iPhone vorgestellt wird. Apple hat in der Einladung schon verkünden lassen, dass es sich dort bei diesem Kongress nur um Software handeln wird und nicht um Hardware. Von da aus ist es meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich, dass da das neue iPhone vorgestellt wird. Wahrscheinlicher halte ich es, dass das iPhone im September vorgestellt wird. Das ist ein weiteres Gerücht. Und dann wäre natürlich die Frage, wenn ihr jetzt noch warten könnt bis September, ob ihr das dann tun solltet oder nicht mit einem iPhone-Kauf, müsst ihr für euch entscheiden. Ein weiteres, ein drittes und Worst-Case-Gerücht sozusagen wäre, dass erst in einem Jahr das neue iPhone rauskommt, denn Apple verkauft das iPhone 4 immer noch wie warme Semmel. Warum also nicht mal warten, bis die Technologie noch ein bisschen weiter und billiger ist und man dann ein besseres Telefon wieder rausbringen kann? Dann wäre es natürlich jetzt schon ratsam, das neue iPhone zu kaufen, denn wer möchte noch ein Jahr mit seinem alten Telefon rumlaufen, wenn er eh schon jetzt am Überlegen ist, ob er sich ein neues kauft oder nicht? Leider weiß man es nicht. Der allgemeine Tenor ist, dass es schon in 6 Wochen vorgestellt wird, das neue Telefon, und spätestens im September dann auch auf den Markt kommt. Aber wissen tut es keiner und ja, entsprechend hadere ich auch mit mir. Ich habe gerade zu Marvin von iPad Extreme noch gesagt, dass ich mir es auf keinen Fall kaufen werde und ich alle Leute für dumm erklären möchte, die sich jetzt noch ein iPhone 4 kaufen. Mittlerweile überlege ich selber nach dieser Recherche, ob ich es mir noch kaufe oder nicht, denn ursprünglich hatte ich auf das weiße iPhone 4 mal gewartet. Dann habe ich gesagt, dann wartest du bis zum Sommer, dann holst du dir das iPhone 5. Brauchst du nicht so viel Geld ausgeben. Jetzt, wo es so unsicher ist, wann das neue Gerät kommt, ja, bin ich mir dann nicht mehr sicher, was ich mache. Vielleicht kaufe ich mir jetzt doch eins und dann verkaufe ich es wieder, sobald das neue Gerät in Aussicht gestellt wird. Ich weiß es noch nicht. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Ich habe euch alle Informationen, die ich zu dem neuen iPhone habe, jetzt mitgeteilt. Und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt kein einfacher Ausverkauf ist, um die Lager leer zu räumen für das neue iPhone, sondern dass sich das wirklich noch ein bisschen jetzt auf dem Markt hält, das iPhone 4. Und wir werden es sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann und tschüss.